Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie anlässlich des penetranten Wunsches der FDP, nicht mehr neben der AfD sitzen zu müssen, Stefan Brandner mit der FDP abgerechnet hat. Und warum solche Reden aus meiner Sicht so wichtig sind, wie die Medien berichtet haben. Und der Spiegel hat direkt gelogen aus meiner Sicht, weil er hat behauptet, die AfD-Abgeordneten hätten gelacht und gejohlt. Aber aus meiner Sicht, wenn man zuhört, es ist eindeutig, jedenfalls höre ich das so, dass es nicht die AfD-Abgeordneten waren, sondern dass es in der großen Hauptsache die anderen Abgeordneten waren. Um zu framen, dass Stefan Brandner Unsinn erzählt, wenn er eine Aussage gemacht hat, dann sozusagen zu lachen und damit zu zeigen, dass es Unsinn ist, was Brandner erzählt. Einfach durch das Lachen das so zu framen. Ihr könnt ja eure Meinung schreiben, ob das in der Hauptsache AfD-Abgeordnete waren oder ob das Altparteienabgeordnete waren. Im Folgenden die Rede, danach haben wir Worte dazu. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, welch unwürdiges Schauspiel. Ich hoffe wirklich, dass viele Millionen Menschen draußen mal schauen, was hier in diesem Bundestag los ist. Zu welchem Kasperle-Theater Sie diesen Bundestag haben verkommen lassen. Heute Morgen sollte über einen 60 Milliarden Nachtragshaushalt 30 Minuten debattiert werden. Wir sind dann Gott sei Dank eingeschritten, dann wurden 60 Minuten draus. Normalerweise wird über Auslandseinsätze der Bundeswehr, wo es um Leben und Tod unserer Soldaten geht, 30 Minuten debattiert. Und das machen wir jetzt. Wir debattieren 30 Minuten lang, weil ihr nicht nebeneinander sitzen wollt, weil der Sitzplan durcheinander geredet ist. Ja, wie krank ist denn sowas? Wichtige Debatten gehören hier ins Haus und nicht so ein Kasperle-Theater, wer neben wem sitzt. Und ich nehme es vorweg, uns ist sowieso wurscht, wer neben uns sitzt. Wir sitzen sowieso demnächst überall. Von daher ist es das ganz egal. Kasperle-Theater. Aber wenn Ihnen das so wichtig ist, und ich kündige das für die AfD-Fraktion an, wenn Ihnen das so wichtig ist, dann können wir gern am Ende der Debatte eine namentliche Abstimmung darüber machen und mal sehen, wer sich namentlich wie positioniert. Ich bitte das hier den PGF aufzunehmen. Meine Damen und Herren, 736 Abgeordnete mal eine halbe Stunde sind ungefähr 380 Mannstunden, die wir jetzt darauf verschwenden, dass die hellbraune Koalition, wenn man Rot und Grün vermengt und ein bisschen Gelb dazu mischt, kommt da hellbraun raus, dass die hellbraune Koalition jetzt wirklich die Sitzordnung hier ändern möchte. Sollen sie tun? Wir haben nichts dagegen. Die CDU kann sich gerne neben uns setzen. Sie kann viel lernen. Wie geht gute Oppositionsarbeit? Das ist bei uns zu lernen. Wie geht vor allem korruptionsfreie politische Arbeit? Das kann man von uns lernen. Und so langsam, liebe CDUler, verbindet uns ja auch, dass es uns glücklich macht, dass Merkel weg ist, oder? Das sehe ich Ihnen an. Also wir werden, glaube ich, auf eine gute Nachbarschaft hier hinarbeiten und sind im Endeffekt sehr, sehr froh darüber. Insofern könnte man meinen, dass wir als AfD da richtig geschickt vorgegangen sind, denn wir wollen neben diesem blasierten Typen von der FDP auch nicht mehr sitzen. Es ist unerträglich, was in dieser Fraktion in letzter Zeit los ist. Je näher die sich so an die Macht heranrobbten, desto blasierter wurde diese machtversessene, machtvergessene, grün-links-devote Postengrabscher-Truppe von der FDP. Ekelhaft, was aus dieser Partei geworden ist. Von uns auf die linke Seite am besten so weit weg wie möglich von uns. Apropos Postengrabscher, auch was an sexistischen Sprüchen und Anmachen aus der FDP-Truppe kommt. Das werden Sie ja hier von den Grünen demnächst erleben. Wir haben da graumelierte Freiheitskämpfer der FDP, die robben sich schamlos an die AfD-Abgeordnetinnen heran. Der Fraktionsvorsitzende berichtet mir von lüsternen Blicken einer verteidigungspolitischen Sprecherin der FDP. Er fühlt sich sexuell belästigt. Es ist eine Katastrophe, was da ist. Sie hören Sprüche, sperrt die AfD in Lager. Sie hören Sprüche, ihr kommt zu viel aus dem Ossiland. Das ist eine verkommene Gurkentruppe geworden. Wir wünschen uns wirklich, dass die so weit weg wie von uns sitzen wie möglich und freuen uns auf eine gute Nachbarschaft zur CDU, zur CSU im Sinne einer guten, konstruktiven Oppositionsarbeit. Vielen Dank. Der penetrante Wunsch der FDP, von der AfD weggesetzt zu werden, erscheint zunächst albern und peinlich. Dieses Vorgehen ist aber Teil einer ausgefeilten Entmenschlichungs- und Dämonisierungsstrategie. Es ist so, dass die großen Medien versuchen, ausschließlich negativ über die AfD zu berichten. In der Hauptsache aber berichten die Medien einfach gar nichts. Das heißt, sie schweigen die AfD aus. Die AfD hat sich bereits seit einiger Zeit darin professionalisiert, keine schlechten Nachrichten zu produzieren. Sich so auszudrücken, dass man die Zitate immer schwerer verdrehen kann. Wenn man sich die Berichterstattung über die AfD in den letzten Jahren anguckt,
dann fällt auf, dass es künstliche Debatten waren. Nehmen wir das Jahr 2020. Die Flügelauflösung. Der Skandal um Kalbitz, obwohl Kalbitz gar nichts gemacht hat die letzten 10 Jahre und davor weiß man es auch nicht ganz genau. Die Abspaltung von der Partei. Es waren lauter künstlich erzeugte Nachrichten, in diesem Fall von Meuthen. Aber was war der Nutzen? Die Medien hatten was zu berichten, womit die AfD dämonisiert werden konnte. Und damit wurden die Leute abgehalten, sich mit der AfD auseinanderzusetzen. Wenn die Medien gar nichts über die AfD berichten würden, dann würden die Leute irgendwann auf die Idee kommen, jetzt möchte ich mal wissen, was sie sagen. Und dann gucken sie Phoenix auf YouTube, gucken den Bundestag. Genau das wollen die großen Medien verhindern. Sie wollen die AfD dämonisieren, dass die Leute das Gefühl haben, es ist wie der Konsum von Drogen. Die Leute haben dann Angst, wenn ich mir das jetzt angucke von der AfD, dann gefällt es mir vielleicht, dann gefallen mir die Leute und davor haben sie Angst. Weil dann sehen sie ja, was passiert den Leuten, die die AfD gut finden. Sie werden wie Aussätzige behandelt. Es ist das gleiche wie mit Drogen. Wenn ich jetzt Drogen nehme, dann gefallen mir die Drogen. Ich habe dann Angst vor der Sucht, dass es dann ganz schlechte Konsequenzen hat. Dass ich sterbe, dass ich mich ruiniere. Und genau das gleiche Gefühl wird mit der AfD erzeugt. So dass viele Leute es gar nicht mehr sehen wollen, weil sie Angst haben. Im Grunde Angst, dass es ihnen gefällt. Und da vor den Konsequenzen, die dann daraus folgen, davor haben sie Angst. Deswegen wollen sie die AfD schlecht finden, weil, damit sie in ihrer Komfortzone bleiben können und sie keine Probleme bekommen. Weil so das Leben natürlich einfach ist. Wenn die AfD die Schlechten sind, dann ist das ein einfaches Leben. Dazu gesellt sich vielleicht auch die diffuse Angst, irgendwie ausgetrickst zu werden, von der AfD verführt zu werden, den Pfad der Tugenden zu verlassen. So in der Art. Und diese Strategie funktioniert auch sehr gut. Die AfD hat 2021 bei der Bundestagswahl nur 10% erreicht. Und das liegt daran, dass im Jahr 2020 und auch davor die AfD bei breiten Teilen der Bevölkerung wirksam dämonisiert wurde. Vor allen Dingen 2020 mit Jörg Meuthen als Kronzeugen, indem er klar zu verstehen gegeben hat, ich möchte mit der Ost-AfD nichts zu tun haben. Und das als AfD-Vorsitzender. Oder Andreas Kalbitz ist rechtsextrem, ist ein Nazi. Das ist eine Katastrophe, weil natürlich die ganzen Ostdeutschen, er war Vorsitzender des Landesverbandes Brandenburg und die ganze ostdeutsche AfD stand hinter Kalbitz. Das heißt, wenn Kalbitz ein Dämon ist, dann ist eine Katastrophe für die ganze AfD, weil die ganze AfD mit ihm zusammenhängt. So hat man 2020 künstlich Nachrichten erzeugt, obwohl es gar keine Nachrichten gab. Und hier mit der FDP ist es genau das Gleiche. Seit Monaten köchelt das. Die FDP möchte nicht neben der AfD sitzen. Mit jedem Mal, wenn das gespielt wird, wird die AfD dämonisiert von den Leuten. Wird daran erinnert, ah, die AfD, das sind die Bösen. Und dann werden auch die Leute davon abgehalten, sich mit der AfD auseinanderzusetzen, Bundestagsreden zu gucken. Und aus meiner Sicht ist deswegen diese Rede von Brandner, auch wenn es natürlich viele nicht sehen, das ist ein ganz wichtiges Zeichen, weil er lässt hier die FDP schwach aussehen. Es wirkt hier das Prinzip, wenn ich jemandem anderen was vorwerfe, dann mache ich dadurch deutlich, ich selbst bin es nicht. Dieses Prinzip haben bis jetzt vor allen Dingen die Altparteien ausgenutzt, die großen Medien. Sie haben sich über vermeintliche Fehler der AfD empört und dadurch das Gefühl vermittelt, wir selbst sind es genau nicht. Das ist auch das typische Erfolgsrezept der Grünen, diese ständige Empörung über alles Mögliche. Sie sagen gar nicht selbst, sie sind die Guten. Das sagen sie normalerweise gar nicht. Das bringen sie automatisch zum Ausdruck, indem sie sich über alles Mögliche beschweren. Dadurch erwecken sie automatisch den Eindruck, sie sind das alles nicht. Sie sind die moralisch Überlegenen. Und das hat jetzt hier Brandner auch gemacht, jetzt kann man sagen. Das ist ja eine grüne Strategie, das sollte man nicht machen. Es ist ja so, bei der AfD ist es ja wahr. Es ist ja gar keine Strategie, es ist ja die Wahrheit. Nur muss man den Mut haben, das auch zu sagen. Das ist das Teuflische. Die anderen werfen der AfD genau das vor, was sie selber sind. Und dadurch wirken die AfD wie Nachmacher, also sie fühlen sich wie Nachmacher, wenn sie ihnen dann das vorwerfen, was sie sind. Weil die anderen haben es ja schon gemacht. Dadurch wird bei ihnen psychisch eine Blockade ausgelöst, dass sie es nicht gemacht haben. Und Brandner setzt sich hier über diese Blockade hinweg, framet die anderen genau für das, was sie sind. Er benutzt ja auch die Vokabel hellbraun, was aus meiner Sicht vollkommen zutreffend sind. Weil es sind hier Parallelen. Es ist nazihaftes Verhalten hier. Es sind hier ganz eindeutige Parallelen von den Propagandamethoden. Das ist die unterste Schublade. Und es ist ja so, bisher nennen immer die Altparteien die AfD braun. Jetzt macht er es umgekehrt. Jetzt nennt er sie hellbraun. Also das, was die anderen die ganze Zeit mit der AfD machen, fälschlicherweise, weil sie diese teuflische Propagandamethode haben,
Jetzt hat sich Brandner nicht davon abhalten lassen, die anderen das zu nennen, was sie in Wahrheit sind. Die AfD darf sich aus meiner Sicht überhaupt nicht darum kümmern, darf sich davon nicht beeinflussen, wie die anderen die AfD nennen, sondern muss die anderen so benennen, wie sie sind. Und nicht sagen, ja, das machen ja die anderen, das mache ich jetzt genau nicht. Weil das ist genau der Trick. Das ist genau der Trick der anderen. Es ist aus meiner Sicht wirklich teuflisch. Und es ist so, dass die AfD ja die Fakten auf ihrer Seite hat. Sie kann das ja ganz einfach belegen. Auch hier, der Spiegel hat ja fälschlicherweise behauptet, die AfD-Abgeordneten hätten gejohlt und gelacht. Dabei sind es natürlich die anderen, die ständig johlen und lachen, wie es ja auch hier bei der Rede war. Also aus meiner Sicht ist es ganz eindeutig zu erkennen, dass es auch hier in der Hauptsache die anderen sind, die ja meistens damit versuchen zu framen. Wenn sie lachen, dann stellen sie das, was ein AfD-Abgeordneter sagt, als absurd hin. Und das machen sie ja die ganze Zeit eigentlich bei jeder Rede, bei jeder AfD-Rede, probieren sie durch Gestik, durch Lachen irgendwie zum Ausdruck zu bringen, dass das, was der AfD-Abgeordnete sagt, dass es absurd ist, um dem Zuschauer möglichst Denken abzunehmen. Dass der Zuschauer denkt, naja, ich denke jetzt das und das, aber die Abgeordneten lachen von den Altparteien, die lachen alle, dann ist es ja bescheuert, was der AfD-Abgeordnete sagt. Dann ist es falsch, auch wenn ich jetzt das nicht verstehe, das ist dann schon so. Die wissen das ja. Sehr gut hat mir persönlich auch gefallen, dass Brandner gesagt hat, wir sitzen hier bald sowieso überall. Das zeigt Selbstbewusstsein und zeigt den Anspruch der AfD, dass sie die gesamte Bevölkerung widerspiegelt, dass sie eigentlich die sind, die hier verdient haben zu sitzen. Dass man nicht sagt, wir sind hier eine kleine 10% Minderheit, wir sind hier ein paar ganz spezielle, wir haben hier unsere 10% Kernklientel, sondern dass er ganz klar gesagt hat, wir haben ja den Anspruch, wir schmeißen euch alle raus. Und ihr seid es eigentlich gar nicht wert, im Bundestag zu sein. Und weil genauso ist es ja auch aus meiner Sicht. Und es ist richtig, genau das auch so zum Ausdruck zu bringen. Das so zu framen. Es ist ja immer Narrativ gegen Narrativ. Und die AfD muss ihren Frame, oder man kann auch hier sagen, das Narrativ, muss ihr Narrativ dagegen setzen, wirksam. Wenn andauernd das Narrativ der anderen auf einen einwirkt, dann glaubt man irgendwann gar nicht mehr an sein eigenes Narrativ. Man muss es selbst hervorbringen. Und auch die Anhänger glauben dann nicht mehr so stark dran. Es ist dieser Wiederholungseffekt. Wenn es viele sagen, über eine lange Zeit es immer wiederholen, dann wird irgendwann die Lüge zur Wahrheit. Und da muss man immer massiv dagegen arbeiten. So wie es Brandner hier macht, dass er die Welt vom Kopf auf die Füße stellt in der Rede und die Dinge so benennt, wie sie sind. Und da nicht defensiv ist, nicht irgendwie versucht, nicht anzuecken, die CDU nicht zu verprellen, weil man ja eine konservative Mehrheit bilden will, man ja vielleicht irgendwie mit ihnen koalieren will, sondern hier ist ganz klar der Wille zu erkennen, wir wollen hier die CDU, die FDP, wir wollen sie alle aus dem Bundestag rausbekommen. Wir wollen so viele Stimmen bekommen, dass sie alle gehen. Und das ist meiner Meinung nach der richtige Ansatz. Das ist der richtige Anspruch. Weil diese Leute von CDU und FDP, die jetzt im Bundestag sitzen, aus meiner Sicht, die sind alle kaputt. Es sind aus meiner Sicht in der Hauptsache Ellbogenkarrieristen und die rückgratlos sind. Und mit ihnen kann man nichts mehr anfangen. Und sie halten sich auf ihren Stühlen ja auch nur deshalb, weil die großen Medien sie schützen. Wenn die großen Medien sie fallen lassen, sind sie sofort weg vom Fenster. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.